Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 hier auf der Gemeinde. Oh, hier ist noch Gras drin. Ehrlich? Das ist geil. Oh, es ist ja Tag. Oh, es ist ja Tag. Ja, das habe ich vorher noch eingesammelt. Mit dabei war heute den Boxer Jörgi, Maschira, Paul, Simon, Marc, Ron und Uwe. Hallo. Hallo. Hallo, moin. Mensch, was ist passiert? Es ist wieder hell geworden. Ja, du hast ein Nickerchen gemacht. Ach so. Ach, Tom bin ich jetzt an der Tankstelle. Jörgi, hast du mich abgefüllt? Was? Oh Gott, war das schlecht. Er war so scheiße. Ich bin immer lieb zu dir, Schatzi. So, Jungs, ganz kurz, wer geht Gras mähen? Ihr könnt nicht alle Silo abfahren, das dauert zu lange. Ein, zwei Grasmäher und dann gib ihm. Wir haben noch einen ganzen Silo frei, den ihr füllen könnt hier. Gut, machen wir so, finde ich gut, ja. Ja, mach ich. Foxe? Kommt noch was? Du nimmst nichts mehr auf. Kommt noch was? Ich kann doch nicht kaputt fahren, ne? Wieso kann ich nicht? Warte mal. Du bist zu weit. Kannst geht du nicht? Der? Ja, warte. Komm mal geht rückwärts ran vielleicht. Boah, geht jetzt schon. Ja, noch ein Stück. Alles klar. Du bist ein bisschen schief, Boxe. Warte, ich korrigiere das für dich. Wo stecke ich denn jetzt hier fest? Alles gut, bleib stehen. Okay. Aber jetzt. Einfach nichts machen. Geht jetzt hier mal Gras mähen? Maschira wollte. Ich wollte mir gleich den Schrader schnappen. Dann habe ich einen Ladewagen. Jörgi hat auch einen Ladewagen. Wo haben wir denn unseren lilanen Anhänger? Der steht hier bei Uwe. Ah, okay. Geht der denn von der Höhe da? Ja, easy. Wollt ihr nicht die Ladewagen mal noch zum Abfahren nutzen? Können wir auch. Weil, bevor Maschira nicht ein bisschen vorgelegt hat, kann man nicht wirklich viel schwaden. Was ist denn jetzt hier? Alles gut. Ich mach das Boxe, ist kein Ding. Wo ist eigentlich dieses Billo-Ding her? Boah, da gibt eine geile Mission auf Feld 4. Das gab's bei Aldi. So, genauso wie den LS17. Auf Feld so, 4. Warte mal, Feld 4. Wo ist denn Feld 4? Neben der 5. Über der 3, unter der 15, rechts neben der 7. Also ich brauche hier auf alle Fälle zwei Abfahrer. Das ist halt nicht mal neben der 5, ne? Ist ja auch egal. Wir müssen unser Wochenziel noch erreichen. Wir haben heute Sonntag, Jungs. Wir müssen 5... Wir haben 2000 Euro. Ja, die Silage-Fahrer müssen jetzt richtig Gas geben. Wo darf's denn hin? Zu wie immer? Strohviehhändler. So wie immer. Oh. Die Strecke kennen wir doch aus. So eine öde Strecke, ne? Das ist halt der Einzige, der die Silage annimmt. Jörgi, willst du von der anderen Seite ranfahren und gucken, ob du es mit dem Ladewagen einfach aufnehmen kannst? Das würde schneller gehen. Das ist, glaube ich, heavy, wenn das Silo so hoch ist. Ich glaube nicht, dass es gut ist. Es dauert extrem lange mit dem Ding hier. Darf's probieren. Rolling. Hast du da eine große Schaufel? Rolling on? Ja. Achso, du hast das Ding. Sie? Ja. Was machst du? Das Gras entleeren jetzt. Ah, okay. Hier vorne ist auch noch eine Graskante, Ron. Wo? Hier, wo Boxe gerade steht. Hä? Hier vorne, hier, guck mal, hier. Warte, hier, grün. Ist Jörgi, so geht's nicht. Da muss man da Schaufel reinfahren, glaube ich, zuerst. Nee, ja, er kann aber bis hier durchfahren, das geht. Wo soll man das Gras hinkippen? Auf die andere Spur rüber? Nee, in die anderen Dingens hin, ja. Okay. Jörgi, das ist ein Steier, du musst das mit Schmackes machen. Boah, okay, So, hier ist schon mal leer. Oh Gott. Paul, kann ich ja Traktor haben? Wieso? Kommst du nicht vom Fleck? Wie Randy sagen würde, wenn diese erotische Schwungmasse einmal in Bewegung ist, dann geht's, ne? Aber. Ich hänge hier halt auf zwei Haufen fest. Jörgi, soll ich anschieben? Gar nicht nervig, ne? Alter, jetzt haben wir noch weniger Geld. Wo ist das ganze Geld hin schon wieder? Irgendjemand war tanken oder so wahrscheinlich. Für 8000 Euro? Ne, Nachtkosten, Tierhaltungskosten. Ah ja, das kann sein. Und vorhin ist es von 2,5 nochmal runter oder irgendwie sowas. Boah. Boah, komm, Jörgi, komm, das schaffen wir. Gib alles. Betriebskosten, okay. Jetzt sind wir dann blank. Musst du mal den Meteor korrigieren. Oh nein. Ja, alles gut. Oh,
Und? Sag mal, kriegt hier jemand ein Kind oder was macht ihr da eigentlich? Warum liegt hier Holz? Was piepst hier? Mann! Läuft das, Jörgi? Nicht hier, hier ist ein Loch. Jo. Okay. Vorne geht? Nee, nimmt nichts auf. Fahr mal, nee, du musst vorne, da wo die Plane weg ist. Ja, du hast doch schon was drin. Nee, ist leer bei mir. Ehrlich? Ja, da fahr vorne hin. Vorne geht's auf alle Fälle. Oh, ja. Jetzt hat er was aufgenommen. Ja, ja, weiter. Vor. Jo. Du stehst quer, Ron. Jo, Mauer. Au. Jetzt. Was soll das? Sieht merkwürdig an bei euch. Ja, ist nein. Bist du voll, Ron? Jo, bin voll. Gut, und ab dafür. Ich häng fest. Oh. Jörgi, sag nichts. Also Boxer, was machst du eigentlich? Hallo. Ich fahre mit meinem Gestell auf den Rädern, weil ich so voll bin. Was? Jo, warte, Simon, hier bin ich. Steig mal ein. Wollen wir Anhänger tauschen? Ich hab ein bisschen weniger dabei als so. Alter. Okay. Das ist okay, das schaffst du schon. Läuft bei dir. Wolltest du nicht weiterfahren? Ich? Nö, wieso? Schade. Ja, ja. Alles gut. Wo willst du hin? Alles gut. So, warte. Okay. So, kommst du ran? Ach, Jörg, da auch schon wieder. Ich glaube, da komme ich gar nicht hin, weil dieser komische Holzstab liegt. Oder nein, die Sperrung. Wer hat das Holz angeschleppt? Ich habe keine Ahnung, wer das Holz mit nach. Was macht? Na, bist du voll reingeballert, Ron? Fast! Wer mit 80 Klamotten fährt, der muss aufpassen. Oh, war nicht 80. War 97. Wo bist du denn hingefahren? Oh, ein Traum hier. 97? 97. Auf wie viel hast du dein Schlüter aufgemacht? 97. Warum? Wir müssen Schnellgeld verdienen. Müsst ihr nicht hier rein? Ja. Ihr müsst aber auch ankommen, Jungs. Tschüss, Jörgi. Tschüssi. Oh. Oh Gott. Lol. Ich bin gerade durch zwei Bäume durchgeschanzt. Okay. Wie viel brauchst du, Simon? Oh, lass mal laufen. Lass laufen. Gut, ich hol einen Kaffee. Und da kommt eine Mauer. Das ist doch Ron egal. Die Mauer geht schon weg. Ron spielt Boah, ich könnte jetzt was sagen, aber nein. Ron spielt Angriff mit der Mauer, ey. Meinst du den Spruch, der Klügere gibt nach? Nein. Okay. Schlüter gegen Mauer ist nicht gut. Ich dachte, da ist eine Mauer. Wo? Ach so! Ja, hier, ne? Du fährst selber weg, Simon, ne, wenn du so weit bist. Alter, das dauert ewig bei dem Waldra hier. Alter, das ist ein Bild, ne, Leute? Das ist ein Bild. Das ist schön. Und rechts erstmal. Oh. Ich komme hier gar nicht vom Fleck. Ehrlich. Boxe? Was? Alles gut bei dir? Ja. Wo meinst du, kriegst alles in einen Tank rein? Wo hänge ich denn hier? Das, was hier noch an Rest drauf ist? Nein. Ich hänge irgendwie auf diesem Häufchen fest. Ja, hier, sonst würde ich eine Charge Lage zwischendurch wegfahren, was? Überholt mir euch. Wenn du mehr anmachst. Ich versuch's. Ich fahr das mal weg und dann schauen wir nochmal, wie voll du bist. Ich kann nur schieben, weil irgendjemand mit dem Stein hat die Stange mitgenommen. Was? Das habt ihr schon wieder angestellt. Ja, Simon hängt ein bisschen fest. Fahr mal mit deiner Schaufel mal irgendwie in die Richtung vom Häufchen. Mal gucken, ob du wegkriegst. Ja, das ist, geht sich nicht aus. Komm da nicht mal rein.
Von der anderen Seite? Ja. Hi. Hi. Alter, der Walter ist eine absolute Katastrophe, seid mir nicht böse, ne, aber... Was hast du denn dagegen? Das ist einfach, das ist eine Plage. Warum? Was haben wir mit dem Case? Nein, ich will nichts in die Schaufel. Oh. Für die heute. Jetzt hab ich Häcksel gut drin. Warte, es kann sich nur um Stunden handeln hier. Sag mal, gibst du auch Gas, Simon? Ja, ich geb Gas. Jetzt gib nochmal richtig Gas. Warte. Nicht zurück, ja. Siehste. Bin frei. Ja, dann mach schnell. Noch, vorbei, Ron. Dann mach schnell. Da stehen hier noch Wunder. Da kommen drei Verrückte davon. Da kommen drei Verrückte. Wie viel liegt denn hier noch rum? Kann man hier dran vorbei oder wie habt ihr es eben aufgenommen? Oh Gott. Ladewagen einmal hier, wo ich jetzt rauffahre. Alter, ich habe eine Fliege im Zimmer, ne? Und die geht mir richtig am Sack. Hatte ich die letzten zwei Tage auch. Hopp! Ja, ich auch. Und. Hopp! Gott! Kein Fall, danke. Bitte. Doppel-M. Warte. Stau! Wir haben einen Stau. Irgendwie ist hier ein Loch in der Mitte. Nee, das kann gar nicht sein. Wieso ist hier ein Loch in der Mitte einfach so? Weil du es aufgenommen hast. Ja, gerade lenken wäre auch Fehler gewesen. Alles gut. Fährst du auch? Ron? Ja? Ich würde doch ein bisschen mehr Gas geben. Ich gebe doch Vollgas. Ach, steht hier auf der Stelle und gibt Vollgas. Ja, was macht ihr da hinten? Paarung oder was? Ich hab keine Ahnung. Ich will da was so oben rauf, ich will da was zum Essen aufnehmen hier. So. Box. Was hast du? Nix. Darf ich wieder in die Richtung gucken? Steck im Loch. Ey, sag mal, was ist denn hier los? Alter, was macht ihr? Alles gut. Ron, du musst rückwärts raus. Ich merk's. Aber ich bin doch noch leer. Ja, dann warte draußen. Das gibt so viele Löcher, das Ding hier. Okay. Wie viel Geld fehlt uns denn noch für das Wochenziel? 30.000. Also 30.000. Okay, oi, Jörgi. Jörgi, du musst nochmal, Hat ungünstig geparkt. Was ist denn mit dieser Mauer? Die kommt immer näher. So. Warte. Jetzt kommst du ran. Nimmt das noch auf, ja, ne? Genau, einfach so stehen bleiben. Schlüter-Power halt. So. Ron hängt fest in 3, 2, 1. Ich war schon vor 3, 2, 1 fertig. Schlüter-Power. Schlüter-Power. Danke! Nee, doch nicht! Oh, Alter, jetzt kriegst du einen Gnadenstoß. Aber jetzt, Dankeschön! Oh Gott! So. Und das hier sollten wir aber schon erreichen. Ja. Schön, Boxer, schön. Aber gab es nicht Wochen, wo wir schon eine Woche im Vorhinein die Ziele erreicht hatten? Ja, aber das hatten wir jetzt schon.
Diese Woche müssten wir wieder. Gut, dann halt nächste Woche eine doppelte Ration, ist auch kein Problem. Liebe Leute, erstmal vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir sind erstmal raus für heute. Vielen Dank. Habe ich schon gesagt? Warte, ich bin raus. Doch, jetzt habe ich es. Nee, das ist nicht so schnell. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.